Topper Graf Habericht, Fendt One. Zur Agritechnica stellte Fendt das neue Bedienkonzept Fendt One vor. Wir konnten das Bediensystem nun in der Praxis auf einem 314 Vario und 722 Vario testen. Standard ist ein 10 Zoll Bildschirm als Armaturenbrett, das sich über einen Drehdrückknopf auf der Armlehne bedienen lässt. Optional gibt es je ein 12 Zoll Touchdisplay an der Armlehne und am Kabinendach. Diese beiden Anzeigen sind gleichwertig aufgebaut und lassen sich neben der Touch-Funktion ebenfalls mit dem Drehdrückknopf bedienen. Die Anzeigen lassen sich recht frei zusammenstellen. Dabei agieren die Displays als eigenständige Einheit. Einfach das Layout auf einen anderen Bildschirm verschieben ist nicht möglich. Auch lassen sich manche Funktionen, wie zum Beispiel das Lenksystem, noch nicht auf dem Dashboard darstellen. Das möchte Fendt noch ändern. Die Grundfunktion des Joysticks hat Fendt vom Vorgänger übernommen und durch zahlreiche nützliche Funktionen erweitert. Aufsteigen und Losfahren ist so für jeden Fendt-Fahrer problemlos möglich. Die beiden Steuergeräte lassen sich jetzt auch am Joystick proportional bedienen, vorausgesetzt, es ist keine Zeitsteuerung aktiv. Welches Steuergerät welchem Hebel zugeordnet ist, zeigen LED in der jeweiligen Farbe an. Auch gibt es freie Tasten, denen fast beliebige Funktionen einfach per Drag and Drop oder per Tippen zugeordnet werden können. Mit einem Drehrad lässt sich direkt am Joystick die Tempomatgeschwindigkeit ändern. Schön gelöst. Die Lichtsteuerung haben die Marktoberdorfer ins Terminal verlegt. Mit einem Schalter am Wendeschalthebel lassen sich zwei verschiedene Einstellungen aufrufen, auch parallel. Über das Terminal im Kabinendach lassen sich ebenfalls alle Einstellungen des Schleppers vornehmen. Interessant ist es aber wirklich erst, wenn man darüber ISOBUS-Anwendungen laufen lässt. Benötigt man das Terminal nicht, kann man es zur Hälfte ins Dach schieben. Zusätzlich zum Fahrhebel gibt es einen neuen 3L-Hebel. Hier lassen sich bis zu 4 Steuergeräte gleichzeitig bedienen. Eine Taste für die Wendeschaltung macht den Hebel optimal für den Frontladereinsatz. Beim 700er gibt es sogar ein separates drittes Ventil für den Frontlader. Auf der Rückseite des Hebels lassen sich zudem 3 Ebenen vorwählen. Das ermöglicht insgesamt bis zu 27 Funktionen, was besonders für ISOBUS-Anwendungen interessant ist. Bisher ist diese Funktion aber noch nicht verfügbar. Fendt hat die Radiobedienung und eine Freisprechanlage mit ins Terminal gelegt. Das DAB Plus Radio hat uns gut gefallen. Die Freisprecheinrichtung möchten die Ingenieure noch verbessern. Fürs Radio und die Klimaanlage gibt es Drehdrückknöpfe mit zusätzlich seitlicher Klickfunktionen auf der Armlehne. Uns haben die beiden Schlepper gut gefallen. Die Entwickler haben viele bewährte Funktionen übernommen und das Angebot trotzdem erweitert. Dadurch lässt sich direkt mit den Schleppern arbeiten, ohne lange Einweisung. Nach und nach entdeckt man dann viele weitere Details, die verbessert wurden, wie zum Beispiel das Einstellen der Zapfwellenautomatik oder die Funktion im Vorgewendemanagement. Alle weiteren Details zum neuen Bedienkonzept finden Sie in der Topagrar-Ausgabe 11/2020.